Der Judo Grand Prix von Oberösterreich geht in den zweiten Tag. Und bevor die Wettkämpfe in der Tipps Arena in Linz offiziell eröffnet wurden, ging die Karriere von Sabrina Filzmoser offiziell zu Ende. Das Publikum verabschiedete sie mit stehenden Ovationen und sie bekam ihren sechsten Dan verliehen. Filzmoser, die ein Star des österreichischen Judos ist, schloss sich anschließend ihrem Team an, um den vielen jungen Fans etwas zurückzugeben. Danach richteten sich alle Augen auf die Tatami. Und da hatte Momo Tatsukawa einen perfekten Abend erwischt. Sie entschied das rein japanische Finale in der Klasse bis 63 Kilogramm gegen Saiko Watanabe. Der Sportminister Oberösterreichs Markus Achleitner überreichte die Medaillen. In der Klasse bis 73 Kilogramm holte sich Toha Botbul aus Israel Gold, sein erstes seit 4 Jahren. Er bekam seine Medaille von IJF-Sportdirektor Wladimir Bata. In der Klasse bis 70 Kilogramm kämpfte sich Maria Perez aus Puerto Rico furios ins Finale. Dort traf sie dann auf die Britin Kelly Peterson-Pollard. Was dann folgte, war Geschichte, denn Perez holte das erste Judo-WM-Gold für ihr Land überhaupt. Der Jubel war dementsprechend riesengroß. Die Medaille gab's von IJF-Vizepräsident Dr. Laszlo Todt. Judo ist ein ganz besonderer Sport. Ich finde es toll, wenn die Menschen dich anfeuern, aber auch für andere Länder sind. Ich fühle mich dann wie zu Hause. Das macht mich stark und glücklich. Also danke Österreich für diesen besonderen Moment. In der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm brachte der Österreicher Shamil Borchaschwili die Fans in der Arena zum Jubeln, als er sich im Finale gegen den Ukrainer Mykhailo Svitrak Gold holte. Die Medaillen wurden von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer überreicht. Hier bei einem Heim-Grand Prix zu starten und jetzt die Goldmedaille, das gibt mir sehr viel. Meine Familie ist hier, meine Freunde, der Heimatverein, alle Judoka, die zukünftigen Champions sind auch hier. Vor ihnen zu gewinnen, ist unglaublich. Nicht nur Borchaschwili war in Topform, das gesamte Team Austria zeigte eine Superleistung bei ihrem Heim-Grand Prix in Linz.